Ja, nur nicht aus der Übung kommen, so die Devise. Doch wie halten sich diejenigen fit, bei denen nicht die Muskeln, sondern die Stimmbänder in Form bleiben müssen? Profisängerinnen und Sänger müssen sich täglich einsingen, so wie Julia Schivova. Zusammen mit zwei Kollegen tut sie das jetzt täglich online und Tausende singen mit. Anna Gossenreiter. Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen beim Einsingen um 9. Heute trainiert Julia speziell die Altstimmen. Viele singen im Chor und jetzt fehlt ihnen nicht nur das Stimmtraining, sondern auch die Gemeinschaft. Das Einsingen ist entstanden aus dem, dass jetzt unser Berufsleben zusammengebrochen ist. Hunderttausende Leute singen im Chor. Und dann haben wir gedacht, die vermissen es ja wahrscheinlich auch und sind vielleicht auch froh, wenn man einfach zusammen einsingen kann, so etwas, was wir täglich machen. Das ist eine Routine, so wie der Sportler, der sich aufwärmt. Und das könnte man doch zusammen machen. Oh nein! Oh nein! Ihr habt immer Zeit zum Atmen. Malaga, 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 Malaga. Sehr schön. Wieso machst du beim Einsingen am 9. Uhr mit? Zuerst war es nur, dass ich eine Tagesstruktur habe und aus dem Bett komme. Und jetzt merke ich, es tut mir so gut. Ich bin nachher frisch im Tag. Es ist wirklich mein Anker und mein Aufsteller vom Tag. Ich bin krank. Nicht mehr, aber das passt jetzt. Die erste Zeile geht so. Signor Abate, io sono ammalato. Jetzt ist die Chance, weil man auch daheim ist, niemand sieht einen. Niemand gehört einem und man kann wirklich ausprobieren, und dass man einfach ein bisschen loslassen kann und auch mal sich in etwas hineinwerfen und mal schauen, was es mit einem macht, ohne das vorher zu wissen. Das ist ja immer so ein Anliegen von mir. Signor Abate, io sono. Oh, wow.